Ich begrüße euch zu einfacher Final Fantasy 4. Guck mal, hier am Anfang der Höhle der Schwörer steht jetzt so ein Typ. Was hast du denn zu sagen? Ich gehe jetzt zurück in die Stadt. Willst du mit? Oh ja. Sehr schön. Ich habe nicht gedacht, ich muss wieder durchlaufen, aber scheinbar ja nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal am besten zu den Typen hin, der seine Freunde gesucht hat oder seine Freundin oder was auch immer es war. Gut, ich habe jetzt gedacht, ich muss durch die Höhle durchlaufen, aber nein, alles sehr, sehr gut. Okay, der war doch in diesem Haus hier oben, oder in dem hier. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, ja, hier sind jetzt mehr Leute drin. Danke, Rüdiger. Ich bin so erleichtert, dass er wohl auf ist. Aber es sind noch mehr da draußen. Bitte, du musst sie finden. Hast du eine Ahnung, wo sie sein könnten? Einer wollte in die Wüste. Da soll es etwas geben, eine Oase, das Oase heißt. Und anscheinend wollte er Wasser da trinken. Sorry. Sechs meiner Freunde sind immer noch da draußen. Ich weiß, es wird schwer, aber du musst sie finden. Bitte. Sechs deiner... Ich dachte, es wäre nur einer gewesen, da habe ich mich beim letzten Mal schon gewundert, dass es plötzlich zwei waren. Jetzt ist halt die Frage, wo sind die? Sind die nur in der Unterwelt oder sind die auch in der oberen Welt? Oder gar auf dem Mond? Ich habe doch keine Ahnung. Ich werde mich da wohl nochmal informieren, wo die sind. Und ob es da auch was Spannendes für gibt. Vielleicht ist es einfach nur so, nie du bekommst nichts dafür. Könnte ja auch sein. Ja gut, eigentlich wollte ich heute auch was ganz anderes machen. Ich habe eh keinen Plan mehr jetzt so richtig gerade, was wir noch alles machen müssen. Wo ist mein Schauerzettel? Er lag doch hier vorhin, genau, hier liegt der Moment. So, also, wir haben, Young in der Höhle der Sylphen, aufgeweckt quasi. Wir haben Asura und Leviathan. Wir haben Odin. Bahamut fehlt noch. Okay, wir haben auch Excalibur. Ja, also als nächstes würde ich sagen, machen wir die Nangingway-Quest weiter. Und zwar muss ich dafür jetzt diese Pudding-Gegner suchen und die besiegen, bis die mir so ein Teil droppen. Das ist eine sehr, sehr, sehr geringe Chance, dass das geht. Und deswegen wird es jetzt ewig dauern. Aber, ja, das mache ich logischerweise ohne euch. Das mache ich logischerweise ohne euch. Keine Angst. Also, bis gleich. Guckt mal, wen ich hier in Kaipo gefunden habe. Ein der Freunde von den Typen. Oh, du bist es, Rüdiger. Was für ein Zufall. Ich liebe das Wasser in dieser Oase. Habe es sie verrückt getrunken. Solltest du nicht längst wieder zu Hause sein? Ich habe gerade mal mit Oase so nachgedacht. Ich habe jetzt nämlich angefangen, bei Baron gegen Goblins zu kämpfen, um die Goblin-Beschwörung zu erhalten. Das habe ich alles schon mal erklärt. Es gibt Beschwörungen von Goblins, von Cockatrice, von Seelenschinder und von der Bombe. Und die bekommt man halt, wenn man gegen die Monster kämpft. Und dann bekommt man irgendwann ein Item, das an die Beschwörung kam. Und ich wollte das anfangen mit den Goblins. Und dann ist mir eingefallen, es gibt eine Stadt, die heißt Kaipo, die ist eine Oase in der Wüste. Und wenn ich mir hergekommen bin, die ist wirklich. Hm? Oh nein, das habe ich total vergessen. Ich eile wohl besser zurück. Sei vorsichtig. Ja, und hier glänzt was. Fertigkeit Itemkunde erhalten. Interessant. Aha. Okay. Was auch immer. Gut, damit haben wir jetzt den ersten der sechs Freunde gefunden. Ich werde mal in das Land der Beschwörbaren zurückgehen jetzt und gucken, was er jetzt sagt. Vielleicht gibt er jetzt den Tipp, wo der nächste Freund ist. Zumindest wäre es denkbar. Also, bis gleich. So. Du nimmst mich jetzt wieder mit. Sehr schön. Ja, gut. Ich bin mal gespannt, was er uns jetzt für einen Tipp gibt. Oder sie, oder was auch immer. Wo der nächste Freund ist. Ich bin auch gespannt, was man für diese Mission überhaupt bekommt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Das ist so das Ding. Ich habe auch gar nichts von der Nebenmission irgendwo gelesen. Was stehst du jetzt hier? Okay, ich dachte, du sagst was anderes vielleicht noch, aber nö. So.
Da kommen wahrscheinlich noch zwei hin und der Rest wird dann hier wohl rumstehen oder so. Danke, Rüdiger. Ich bin so erleichtert, dass er wohl auf ist. Aber es sind noch mehr da draußen. Bill, du musst sie finden. Einer sagt, ich muss von einem tollen Ausblick. Ein hoher Berg oder sowas in der Art. Ein hoher Berg. Ja, welcher hoher Berg denn? Das ist... Hier ist schon was runtergefallen. Ich weiß nicht, was gehört hat. Egal. Wir haben mehrere Berge im Spiel bereist. Sowohl in der Unterwelt als auch in der Oberwelt. Vielleicht... Der Berg Hops oder so? Ich weiß es nicht. Moment, in der Unterwelt haben wir gar keine Berge bereist. Oder ich hab keine Ahnung. ich suche mal ein bisschen. Ich gucke erstmal auf den Mountaintops, ob er da eventuell ist. Und wenn nein, dann hole ich euch ab, wo er sich versteckt. Das war perfektes Deutsch, Marvin. Perfektes Deutsch. Also bis gleich. Okay, Leute. Ich habe jetzt meine letzten Spielstunden in diesem Spiel hier so ein bisschen verschwendet irgendwie. Ich wollte erst auf dem Mount Hops gucken, ob da unser lieber Herr beschwörbarer Typ da ist. Dann habe ich nur gedacht, okay, die Zufallskämpfe hier nerven schon ziemlich. Und daraufhin dachte ich mir so, okay, gut, dann besiegst du jetzt ganz viele von diesen komischen Schleimviechern, dass die einfach irgendwann den Regenbogenpudding droppen. Haben sie nicht gemacht. Ich habe jetzt wirklich 3 Stunden oder 4 Stunden insgesamt daran gesessen, dass die diese Scheiße droppen. Sie machen es einfach nicht. Daraufhin dachte ich mir so, gut, dann mache ich das später und damit mache ich auch die Quest der Beschwörbaren später und mache jetzt mir die anderen Nebenquests weiter. So, wir sind ja hier auf dem Mond, hier, weil hier das Dorf der Hummingways ist. Und Hummingways sind diese Viecher, also Renaming Way. Hallo. Ham, ham, ham. Ja, wundervoll. Ich sage jetzt ja das Gleiche. Ich war ja schon mal, hab mich hier umgeguckt. Mein Name ist Hummingways. Interessant. Ja. Genau. Das ist ein Laden, der Typ hier. Ich habe mir auch diese Sirenen gekauft, dass ich diese gelben Schleimviecher schneller spawnen lassen kann. Hat mir auch nichts gebracht, aber das habe ich nicht gespeichert. Das hab ich habe 44 Euro davon gekauft, weil ich kein Geld mehr hatte. Ich habe es immer noch nicht gedroppt. Also damit kann man schneller Monster spawnen lassen. Ich bin in die Höhle des Ameisenlöwen gegangen und habe da die Stufen, das ist zumindest eine sehr gute Fähigkeit, Serie eingesetzt in einem bestimmten Raum, dass immer diese komischen Viecher halt kamen und ja, sie kamen auch, aber wie gesagt, sie haben nicht getroppt. Deswegen dachte ich mir jetzt so, gut, dann machen wir halt einfach mit anderen Nebenquests weiter. Und ja, genau. Ich weiß noch nicht genau, was ich als nächstes mache. Also erstmal gucke ich mich hier in diesem Dorf so ein bisschen um. Hier kommt man später auch Naming Way hin, wenn wir ihm den Regenbogenpudding gegeben haben. Ja, es gibt nämlich noch einen, hier ist auch so ein Typ, einen besonderen Ort, wo die Regenbogenprinzessinnen spawnen und die, ja, das ist übrigens Naming Way. Ja, genau. Die geben diesen Regenbogenpudding schneller. Und das werde ich dann wohl machen. Und wenn man alle Karten im Spiel vervollständigt, bekommt man noch eine Fähigkeit, die heißt Schatzjäger. Und wenn man die anlegt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Monster ihr spezielles Item droppen, halt noch höher. Die verdoppelt sich dann. Ich glaube, die Prozent, dass so ein Viech das droppt, liegt bei 5%. Das heißt, es wären dann 10%. Und ja, deswegen warte ich erstmal. Und wenn ich dann die Name-Quest beendet habe, beende ich auch diese Quest mit den Viechern. Ja, weil wie gesagt, einer ist auf dem Berg der Tortur war es, glaube ich. Und ja, dafür würde ich gerne die Zufallskämpfe ausschalten, weil es mega nervig ist.
Gut, jetzt habe ich genug eure Zeit verschwendet, hier mit rumlabern. Jetzt gucken wir uns hier weiter auf dem Mond um. Wir waren jetzt hier im Dorf der Hemingways. Gut, da werden wir später nochmal hingehen und dann mit Hemingway da Stuff machen. Die Quest vorantreiben. So, hier war die Höhle des Bahamuts dort. Warte, ich will noch kurz nochmal hier hingehen. Hier war die Höhle des Bahamuts, oder? Wenn ja, die will ich jetzt eigentlich noch nicht machen, weil ich hätte voll gern dafür mein fünftes Teammitglied noch, nämlich den Namen sage ich jetzt noch nicht, weil dem kommen wir noch. Ich weiß den Namen selbst, ich weiß nur, wir werden noch ein Teammitglied jetzt gleich bekommen, irgendwann, hier auf dem Mond. Aber ich weiß nicht, wie der heißt, wie der aussieht. Ja, genau. Und wenn ich den dann hab, würde ich halt voll gern die Höhle des Bahamuts dann machen. So. Ja, genau. So, jetzt erstmal hier schnell diese Monster besiegen und dann weiter auf den Mond gucken. Ich will halt, wie gesagt, nur mal gucken, ob es hier wirklich die Höhle des Bahamuts ist. Weil wenn ja, dann ja, können wir uns dann, wie gesagt, wenn wir das nächste Mitglied haben, dort Bahamut als Beschwörung holen. Und dann haben wir auch alle Beschwörungen. Genau, was ich mich auch zu entschieden habe, wo ich mich auch zu entschieden habe, ist, oder wozu ich mich daran entschieden habe, dass ich die Goblin-Beschwörungen, also sowas, die Monster-Beschwörungen, ja, genau, gut, Goblin und so fort, mir nicht holen werde, weil ich sehe es, oh, heilig, kenne ich noch gar nicht, ich sehe es nicht ein, gegen ganz viele von diesen Monstern zu kämpfen, weil halt auch die Drop-Chance, dass sie dieses Item fallen lassen, mega niedrig ist. Und es bringt mir halt auch gar nichts. Diese Beschwörung werde ich eh nie einsetzen. Deswegen bringt es einfach nichts. Ist einfach nur dumm. Deswegen mache ich das wohl nicht. Kannst du aber nicht fliehen? Ich wollte auch gegen dich kämpfen. Ey. Dann halt nicht. So. Dann gucken wir uns jetzt weiter auf den Mond hier oben. Ich kann das überhaupt. Erstmal will ich hier gerne mal in diesen Kapseln schlafen gehen. So. Was gibt hier oben auf dem Mond noch schön? Also ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe auch keine Ahnung, wo mein schlauer Zettel hin ist. Der ist irgendwo verschwunden. Das ist eher ungut. Aber was soll's. Ich weiß, das ist ja noch so ein bisschen, was wir noch machen könnten. Also ist hier oben irgendwie eine Höhle oder sowas. Nein. Ja. Ich würde aber voll gern zu dieser Höhle der Hemingways gehen, weil dort in der Nähe von dieser Höhle noch voll viele andere Höhlen waren. Was ist denn das hier? Dieses imposant aussehende Kristallgebäude da. Das würde bestimmt irgendwas Spannendes sein. Vielleicht gibt es ja das. Ich weiß überhaupt nicht, wo das ist. Oder was das hier ist. Was ist das? Wahrscheinlich kommt man da von der Höhle da unten rein. Okay, gut. Weil, habe ich mir gemerkt. Weiß ich jetzt. Gut. Weiter. Der Mond ist auch voll böse hier aufgebaut. Man kann nicht überall landen und so weiter und so fort. Ja, genau. So, kann ich hier vor dieser Höhle landen? Nein, seht ihr, man kann einfach nicht landen. Es ist voll doof. Allgemein, diesen ganzen engen Gängen hier kann man nicht landen, obwohl es so aussieht. Kann ich von hier, von diesen Dingern hier irgendwo runterlaufen, wenn ich zu den ganzen Höhlen da komme? Irgendwie. Das wäre, hier geht das. Dann gucke ich mir mal hier um. Jetzt wäre halt die Fähigkeit, die Monsterkämpfe auszuschalten, voll praktisch. Weil ich denke, das könnte jetzt hier schon ziemlich nervig werden. Was haben wir jetzt hier? Den Mondpfad. Ich würde sagen, wir gehen ja einfach mal ab. Ich habe keine Ahnung, was das hier eigentlich ist. Oh Gott, hier gibt es auch diese ganzen Monster. Das ist relativ uncool. Ja. Ich soll einmal Trudia ein bisschen zaubern, wo ich schon mal hier bin. Ja, ich schalte den Kampf mal aus. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier ist. Ich weiß nicht, was hier optional ist, oder ob ich das hier machen muss, diesen Mondpfad. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo ist meine Musik hin? Ist die Musik... Okay, nein, da ist sie, jetzt ist sie voll laut. Ich habe jetzt gerade mein Headset voll laut gestellt, weil ich dachte, dass die Musik irgendwie aus ist. Und dann fängt sie plötzlich wieder voll laut an. Boom, und... macht mir meine Ohren kaputt oder so. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Und Rüdiger ist gleich tot. Hilfe. Relativ uncool, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja. Wo ich noch dabei bin. Hier einmal schnell heilen, Rüdiger.
Ich hätte jetzt auch mit ihr machen können, aber egal. So, ich schneide wieder raus. Wer weiß, vielleicht bekomme ich ja irgendwann hier von diesem Puddingmonster den Regenbogen-Pudding getroppt. Weil es... Dieser Ort fühlt sich beinahe vertraut an, okay. Weil es ist so, dass dem, wie gesagt, eigentlich fast jedes Puddingmonster droppen kann. Ein paar können es nicht droppen. Und ja, ich glaube, bei diesen hier ist die Chance nur zu 0,4% oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube schon. Das hier, das sind sehr interessante Gegner. Die heißen Prokaryoten und Eukaryoten. Und das sind zwei biologische Begriffe. Das finde ich irgendwie witzig oder so. Eukaryoten. Ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Bullshit, aber Eukaryoten sind, übrigens, hätte das Spiel gerade so halb beim Abgrund. Eukaryoten, oder auch Euzyten genannt, sind Lebewesen, die einen Zellkern haben, und Prokaryoten haben ja keinen Zellkern. Zumindest glaube ich, dass es so war. Wenn nicht, dann war es umgekehrt. Ach ja, das ist wundervoll. Oh, scheinbar ist ja vergiftet, das ist relativ uncool. Wo ist denn meine wundervolle... Mein wundervolles Gegengift? Da. Hier, ich habe jetzt auch voll viel... Voll viele... Wo sind die denn? Echokräuter. Wo sind die denn? Meine Echokräuter. Auf jeden Fall habe ich von denen voll viele. Wo sind die? Ich bin blind, oder? Ja, hier. Ich habe, glaube ich, nur 20 oder so. Und weil ich in dieser Höhle voll auf gegen Adamantheimer gekämpft habe, hat er voll viele davon getroppt. Das war auch wundervoll. So. Ist es denn jetzt hier optional oder ist es denn jetzt nicht optional? Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. Das ist so das Ding. Nee, du machst schön Eisdrama wieder. Nee, oh, ich würde doch auf alle machen, Mann. Egal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das hier ist und ob sie vielleicht wirklich mein Teammitglied gibt. Weil wenn es hier mein Teammitglied gibt, dann machen wir als nächstes Bahamut. Darauf habe ich voll Bock. Ich will die Bahamut-Beschwörung haben. Okay, da geht es schon mal weiter. Was ist hier drüben? Wahrscheinlich nur eine Truhe oder was? Yep. Mondfahrt Westen vollständig. Wundervoll. Drei Sirenen erhalten. Mit den Sirenen, das ist nämlich das Item, mit dem man halt Monster herbeirufen kann. Also einfach, ich könnte ja jetzt hier hinstellen, eine Sirene aktivieren und dann würde ich halt in den Zufallskampf gebracht werden. Und das Item, habe ich mir halt oft gekauft gehabt. Aber das habe ich nicht gespeichert gehabt, weil es einfach eine Geldverschwendung gewesen ist. Und habe damit in einem besonderen Raum in der Höhle des Ameisenlöwen diese gelben Viecher von denen hier geholt. Und dann damit, ja, versucht, das Item zu bekommen, was ich brauche. Den Regenbogenpudding. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Aber was soll's. Also ich bin immer so ein bisschen in der Hoffnung, dass die Mission vielleicht droppen. Aber wie gesagt, ich glaube, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit noch viel niedriger, dass die mir überhaupt irgendwas droppen. Ja, deswegen glaube ich eigentlich gar nicht daran. So. Vitkra. So, wundervoll. Wenn Cecil sagt, dass sich dieser Ort hier vertraut anfühlt, dann... Ah, guck mal, jetzt bin ich hier. Okay. Dann kommt bestimmt gleich voll, also demnächst irgendwann voller Plot-Twist. Cecil ist in Wahrheit vom Mond. Ich wette darauf. Das wäre so typisch. Ach ja, würde mich auch wieder direkt an Final Fantasy 9 erinnern. Wo er dann auch in Wahrheit von Terra kam. Sorry, falls ihr jetzt irgendwie gespoilert haben sollte. Wenn ich dran denke, haue ich in eine Spoilerwarnung rein. Wenn ich dran denke. Und ihr kennt mein Gedächtnis, ich denke nicht immer an sowas. Also sorry, falls ich jetzt irgendwie jetzt wollte. Aber wie gesagt, Final Fantasy 9 läuft momentan auf meinem Kanal, deswegen... Wer das hier guckt, wird wohl auch FF9 gucken. Zumindest sehe ich keinen Grund, wieso man das nicht machen sollte. Ja, okay, außer Zeit eventuell irgendwie. Ja gut, ist... Ja. Okay. Was haben wir hier ansonsten noch so an diesen... Ort. Ich habe keine Ahnung. So. Also hier sind beide Wege versperrt mit irgendwelchen Zapfen.
Interessant. Ist noch irgendwas? Nein. Was ist hier jetzt? Der Mondpfad Osten. Wundervoll. Mal gucken, wo der mich hinbringt. Ich bin ja... War da hinten gerade was? Ah ne, es ist noch so ein Funke hin. Ich dachte, da liegt ein Item rum oder sowas in der Richtung. Das ist aber ein sehr schöner Ort hier, finde ich. Und ich wurde überrumpelt. Das ist ziemlich uncool, wisst ihr das? So, wundervoll. Übrigens, diese Bomberviecher hier können mir auch die Bomberbeschwörungszeug da droppen, also dass ich den Bomber beschwören kann. Also wenn die es machen würden, wäre ich glücklich. Aber wie gesagt, ich könnte es machen, wenn ich Bock dazu hätte, aber ich will es halt grundlegend nicht machen. Weil es einfach nur nervig und unnötig ist und mir nichts bringt. So, ich habe scheinbar keinen richtigen Weg gewählt. Sehr uncool. Dann gehe ich halt den anderen Weg nochmal zurück, würde ich sagen. So, Rosa, reicht ja wundervoll. Übrigens, das Spiel ist ja aber sehr lange nicht mehr abgestürzt. Das muss ich mal so positiv erwähnen. Und weil ich das gerade gesagt habe, wird wahrscheinlich das Spiel in den nächsten 5 Minuten abstürzen oder so. Das wäre zumindest typisch. Oh Junge, so, gehen wir zurück. Weil hier doch noch ein Weg ist. Wow! Oh, wäre ich ja noch ein Stückchen nach unten gegangen. Es ist nur irgendwie 4% sind das noch. Toll. Ach, ja, was soll's. Lauf ich mal zurück. Frost, sehr schön. Lauf ich mal zurück und bekomme noch ein paar Erfahrungspunkte. Ist doch auch voll okay. Habe ich nichts dagegen, ehrlich gesagt. So, bla. Was war da eigentlich gerade ganz unten? Ach, diese Sirenen, okay, ja, klar. Was ist jetzt hier Schönes? Nix! Ich habe für nichts gemacht. Wundervoll. Wundervoll. Toll. Wäre ich mal vorhin diesen kleinen Weg nach unten gegangen. Ach man, das ärgert mich gerade. Edge ist vergiftet. Das ist ziemlich uncool. Ach, was soll's. So, ein Gegengift bitte für den lieben Edge. Gegengift. Ach, Rüdiger auch. Das habe ich gar nicht bemerkt. Ups. Egal, ich habe es ja frühzeitig durch Edge noch bemerkt, dass ich mal ein Gegengift einsetzen sollte. So, ja, ich würde auch sagen, wir beenden gleich den Part, wenn wir hier raus sind. Und gehen hier unten in den nächsten Part weiter. Ich bin gespannt, wo uns das hier hinführt. So, erstmal vollständig, was bekommen wir Schönes? Weitere Sirenen, okay. Wundervoll. Ja, jetzt sind wir hier. Und würde sagen, hier gehen wir im nächsten Part von Final Fantasy 4 weiter. Bis dann, ciao, euer V-Row, tschüss.